Stirb, du verdammt! So. Wir sagen, machen wir das, das, das und das. Nö, ich will nicht tauchen. So, hier ist ein erhöhter Punkt. Dann können wir Sinus-Wahrnehmung noch ein bisschen erhöhen. Das wird der vor uns sein. Ich habe mein Spiel minimiert. Oh, da bin ich gut. Entschuldigung. Und runter. So. Looten wir ein paar Schätze. Und dann können wir auch das aufrauben und so. Hallo. Diese Zone ist tabu. So, jetzt finish. Gehen wir nochmal hier die 3 Meter. Und klären mal dieses Lager da mal auf. Räum da mal auf. Das sind ja Räuber oder böse Leute. Da ist noch kein Feind. Zenu! Ja, easy going. So, gib mir den Schatz auch noch. Finish. So, warte, haben wir noch eine Statue? Gleich dahin. Und dann können wir da auch noch mal was synchronisieren. Hi, ey.
dong da dong 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 da dong 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 da dong da dong. Oder Fragezeichen ist auch ganz klar. Ey, die suchen immer noch. Hier waren wir doch mal, ne? Wisst ihr noch? Die suchen immer noch ihre komische Medaille. Hemset, hello, yes. Das Fragezeichen. Eingang. Wie konnte ich den? Die große Sphinx. Sie ist kleiner als erwartet. Ein verborgener Eingang. Wie konnte ich den übersehen? Wo ist denn hier ein verborgener Eingang? Drauf oder wie oder was? Oh, ist dahinter, alles gut. Hä, wo ist denn der verborgene Eingang? Zeno! Wissen Sie, ins Arschloch der Katze. Kann ich nicht damit anzünden? Doch, kann ich. Ah, eine Sackgasse. Das ergibt keinen Sinn. Es muss einen Weg geben. Ja, da ist zum Beispiel ein Tunnel. Jo! Hey, wo sind wir denn hier? Bei Amun. Was ist das? Lol. Okay, wo zur Hölle sind wir denn hier? Das ist interessant. Okay, hier geht's auf jeden Fall nicht mehr weiter. Wo auch immer wir hier sind. Okay, das ist Wahnsinn, dass es hier sowas Krasses gibt.
Gibt es nur den Eingang? Oder gibt es noch mehrere? Nee, geht wieder nach oben. Aber hier gibt es auch nichts zu holen. Was willst du mir sagen? Das ist die Sphinx. Da bin ich jetzt, sagen wir mal, ja? Dann haben wir da Pyramiden. Und. Und die waren wir, ne? Hier war das Ding drin. War das hier alles? Ja, das war alles tatsächlich, glaube ich. Können hier ein bisschen das Feuer anmachen. Nee, lass mal. Verändert sich da was? Nö. Okay, im Prinzip können wir einfach noch das hier verlassen. Jetzt kommt's, wir finden ihn nicht mehr raus. Ah doch. Okay, krass. Ah doch, geht raus. So. Meter. Und das hier ist bei 300. Wahrscheinlich ist das die Spitze der Pyramide. Man kann da hoch, oder? Klar, das ist safe die Spitze der Pyramide. Nicht wahr, Senu? Ja, man kann doch nicht einfach hochklettern. Oh doch, das geht tatsächlich.
Okay. Wir finden einen Weg nach da hoch. Da diese grauen Punkte, da kann man sich festhalten. Komm auf die Pyramide drauf. Hier geht's weiter nach oben. Oh. Vorhin, ich dachte, man kann ihn nicht hoch. Oh, solange nämlich diese grauen Striche kommen, ist alles gut. Wie weit haben wir die hier noch? Wir müssen zur Seite. Oh shit, nur nicht nach unten gucken. Komm. Senu, ich bin gleich über dir. Oh shit, nein! Oh, Glück gehabt. Alter, das ist ja wie Minecraft Adventure Maps. Wir haben es gleich geschafft. Jawohl. Welcher Narr schlägt hier sein Lager auf? Das sehe ich mir an. Das da. Okay, ist gleich. Wir können hier so runtersliden. So praktisch finde ich es aber nicht. Runter, Bayek. So, finden wir mal raus, wer hier sein Dings hier hat. Nicht wahr, Pferdchen? Guten Morgen. Griechisch. Oh, bekam was auf den Kopf. Wach auf. Wach auf. Oh, welch Glück. Dir geht's gut. Hier, steh auf. Verdammt, ich dachte, du liegst darauf. Liegen? Worauf? Was ist passiert? Meine Notizen. Ich bin Geograf. Cortesius, habe die Ehre. Ich glaube, wir wurden beraubt. Meine Taschen sind leer. Meine Notizen weg. Sieh mal nach deinem Geldbeutel. Du auch. Ich hätte es besser wissen müssen, als allein in die Wüste zu reisen. Aber ich finde diese Diebe. Und sie sollten zu den Göttern beten, dass meine Notizen unbeschädigt sind. Wir haben Glück, dass wir noch leben. An was erinnerst du dich? Erinnern?
Mir wurde auf den Kopf geschlagen. Ich habe nur ein Pferd gehört, das weggaloppiert ist. Dann gibt es eine Fährte. Bleib hier. Fährten? Das kann nicht dein Ernst sein. Doch, da, 600 Meter. So, tschüss, ich bin gleich wieder da. Okay. Die Spuren sind frisch und führen nach Süden. Wenn ich Glück habe, dann sind sie noch nicht vom Wind verweht. So, wer hat mir auf den Kopf gehauen? Mach ich ein Pferdespuren, du? Ja, mein Pferd macht keine Spuren, ist nämlich heiß. Heiß wie das Feuer. Denn es ist aus Feuer. Und danach haben wir ein Level up. Das muss das Pferd sein, mit dem die Diebe entkamen. Hier rein. Was macht denn bitte ein Kind hier? Das ist gefährlich. Ich suche Sachen für Anta. Und wieso bist du hier? Ich bin ein Magi und suche nach Dieben, die hier lang kamen. Hast du sie gesehen? Oh, nein. Niemanden. Bist du alleine hier? Nein, ich meine doch, allein. Der Bursche verschweigt doch was. Natürlich. Ich wühle einfach nur so. Ich kann das gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Hier hat sich jemand durchgegraben. Zu schmal für mich. Es führt sicher einen Weg herum. So, ihr Steine, geht mal weg. Jetzt muss ich ja selbst auch noch Steine schleppen. Dass ein Kind hier spielt? Oh, was meinst du denn? Ich bin auf der Suche nach Diebesgut. Du kannst mir sicher helfen. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Mein Kind, du hast nichts falsch gemacht. Ich bin hier, um zu helfen. Es ist alles in Menkaures Pyramide. Tut mir leid, wir tun das doch nur für Anta. Ich bin mir sicher, dass Anta eine gute Freundin ist. Aber in Gizeh sollte man schon besser aufpassen. Das ist nicht dieser, die Höhle, wo wir den Kampf hatten.
Reichtümer der Vorfahren. Vergib mir, großer Amun, aber das brauche ich. Das ist unsere Pyramide! Hey, pass bloß auf mit dem Ding. Wie viele von euch gibt's noch hier? Nur mein Bruder, meine Schwester und ich. Tu ihnen nichts. Ich bin für alles verantwortlich. Ich will die Notizen des Geografen, den ihr niedergeschlagen habt. Und ich will mein Geld zurück. Wir haben alles den Banditen in den Hügeln westlich vom Grab des Hämon gegeben. Die haben auch Anta gefangen und geben sie nicht zurück, außer wir stehlen für sie. Wer ist Anta? Unsere Beschützerin. Wir wollten zurück nach Memphis, als sie kam. Wenn wir nicht tun, was sie sagen, töten sie sie. Banditen beuten Kinder aus. Dreckskerle. Hol deine Geschwister und lasst euch nicht sehen. Ihr habt mein Wort. Ich bringe euch Anta zurück. Nachdem ich die Tafel gefunden habe. Aber diese antike Tafel muss ich trotzdem finden. Weil wir haben ja gelernt, dass antike Tafeln sich lohnt zu holen. Frage ist nur, wo ist sie? Es gab doch noch mehr Gänge, oder? Warte, Senno. Da. Nur da? Achso, die sind schon, den wir ausgebildet haben. Hat das Handy sucht erstmal hier noch ein paar Eingänge. Ich gucke mal, ob es hier noch ein paar Eingänge gibt. Kann man da so rein? Mal gucken. Nein, 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 nein. Hallo. Bayek von Siva. Also man kann hier ganz hoch. Bringt uns aber eigentlich gar nichts.
Es war keine weiteren Gänge, ne? Nur halt irgendwie diesen einen, ne? Pass auf, gab es hier noch jetzt noch einen weiteren Gang oder nicht? Ich habe jetzt hier gerade keinen gesehen. Diese Tafel fehlt mir hier irgendwie. Heieiei, keine Ahnung. Lassen wir die Pyramide etwas fürs nächste Mal sein. Retten wir erstmal eine Person. Nachdem wir sie gerettet haben, sind wir alle 40 und dann... Ja, ne? Können wir uns weiter. Naja. Jenen! Jawohl, beide gleich. Jawohl. Oh, bei uns läuft richtig. So kriegen wir auch noch ein wenig XP. Das ist das Lager, in dem sie Anta festhalten. Die Kinder gaben alles den Banditen. Also finde ich hier vielleicht auch Cortesios Notizen. Keine Spur von Anta und den Notizen. Die Beute der Banditen ist bestimmt gut bewacht in ihrem Versteck. So. Am Ende der Mission sind wir ein Level höher. Nee, nee, kein Warte mal. Ist was zu lesen?
Oh, diese Banditen sind hier am Schlafen. Das wird ihre letzte Nacht sein. Ob es hier einen Geheimgang gibt? Oh, tatsächlich. War aber auch ein bisschen sehr offensichtlich. Sehr gut. Auch immer das Licht herkommt. So, hier gibt's viel Stuff zu lesen. Aber ich hab's umgebracht, ne? Ja. Die kann man hoch. Anta. Ein Hund ist das. Natürlich. Du bist Anta, ihre Beschützerin. Du kennst den Weg zurück. Na los, Mädchen. Wieso sind hier diese ganzen Dinger? Also, Anta, du bist auch eine Beschützerin. Das hat doch bestimmt, man kann bestimmt irgendwas machen. Bist aufgeregt, was? Du siehst sie früh genug. Bin gleich hinter dir, Anta. Nee, damit kann man nichts machen, oder? Ist das ein Rätsel oder sowas? Oder? Weiß nicht, wirklich hochklettern können wir jetzt hier nicht.
bitte dich. Komm. Oh, Bike von Sie, weil es geht da hoch. Ich bitte dich. Ach, scheiß drauf. Geh mal weg von hier. Solange der nicht bellt, ist alles cool. Okay. Ich sagte doch, bleibt außer Sicht. Ich weiß, aber es war unsere Schuld und wir dachten, du brauchst vielleicht Hilfe. Der Reiter ist viel, viel größer als du. Der Reiter? Du hast ihn nicht gesehen? Er ist der gemeinste von allen. Groß und stark und er hat Anta gefangen. Hm. Vielleicht hat er Cortesius Notizen. Sicher nutzt er sie, um Schätze zu suchen. Ich sah ihn in den Ruinen bei der Cheops-Pyramide. Ich kümmere mich um diesen Reiter. Ihr solltet gehen. Los! Ich werde mich bei den Pyramiden umsehen. Vielleicht finde ich endlich diese Notizen. Warte ich auf den Reiter, bis er nachts zu seiner Höhle kommt? Oder suche ich ihn, während er Gizeh terrorisiert? Beschützt mich! Ich würde sagen, wir gehen dahin, wo unser Ziel uns hinführt. Macht Spaß, mit Zeno zu fliegen. Während wir da reiten, der brennende Reiter. So bleiben wir stehen. Er ist das Problem. Der ist auf fast One-Shot. Da hab ich runtergehauen. Cortesius Notizen. Er wird sich freuen, sie zu sehen. Pferdchen. Jawohl. Dann haben wir den Dieb gleich erledigt. So, und dann kriegen wir gleich vor den Level ab. Also mal Level 40. Neuigkeiten. Meine
Notizen! Bei Zeus, das glaube ich nicht! Ich schulde dir mein Leben! Ist es vorbei? Sind die Banditen fort? Sie belästigen euch jetzt nicht mehr. Also hört ihr auf, Reisende niederzuschlagen. Sind das die Diebe? Oh, ruhig, mein Freund. Das war alles ein Missverständnis. Sie wurden gezwungen. Sie brauchen sicheres Geleit nach Memphis, oder? Ja, zurück zum Haus von Neff, zu all den anderen Kindern. Ich habe Memphis noch nicht kartiert. Das sollte mein nächster Halt sein. Kennst du den Weg? Nein, aber die kennen sich gut aus. Welch Glück! Na dann kommt mit! Memphis? Oh! Natürlich! Danke. Kommt uns besuchen. Oh, Level 40. Nummer 2. Zack. Schaltet immer mehr frei. Das ist schon mal sehr cool. Was stand da bei Ausrüstung alles? Nee, Inventar, ne? Ach, hier gerade, wie viele Schüsse wir haben. Was brauchen wir denn hier, um vielleicht noch was aufzuwerten? Was können wir noch aufwerten? Nahkampfschaden. Da brauchen wir noch so ein Krokodilshaut. Und hier auch. Also Hippo oder Krokodile töten wäre das nächste Ziel. Oh Gott, wollen wir uns hier ein neues Ziel setzen noch? Gucken, wo das nächste hingehen. Ein, wir sagen, wir gehen mal hier durch dieses Gebiet. Dann reisen wir dahin. Und dann danke ich fürs Zuschauen. Bis dann, ne? Hauen Sie rein. Tschüss.